Hallo und willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Patricia 2, Aufschwung der Hanse. Wir haben uns jetzt mal einiges gebaut. Ich bin mal gespannt, ob ich jetzt noch überlebe. Weil das ist ziemlich viel. Ich habe extra jetzt einen neuen Speicherstand angefangen. Also auf einen neuen Speicherstand gespeichert, weil das war halt schon krass viel. Wir haben gebaut, pass auf. Also ihr habt einiges verpasst, wenn ihr das letzte Folge nicht gesehen habt. Ja, einen Hanfanbau, wir haben ja ein Konto in Göteborg gebaut, vor allen Dingen auch. Wir haben in Malmö nichts gebaut. In der letzten Folge zumindest nicht. In Rostock dagegen umso mehr. Eine Weberei ist gerade noch im Bau. Und zwei weitere Getreidehöfe. Produzieren schon 28 Getreide pro Woche. 7 Tage, 28 Getreide. Alles klar. Dementsprechend ist bestimmt schon das Lager gut voll. Jawohl. Aber wenn ich Glück habe, kann ich das ja auch hier gut veräußern. Da will ja öfters mal was. Oh, gut. Und ansonsten war es aber schon. Holz, ja, genau. Hier verscherbe mehr als Holz. Zwar unter Verlust meistens, aber Hauptsache ich bin es los und es verstopft nicht mein Lager. Hauptsache die Handelsroute ist automatisiert. So, wie geht's euch, Albo? Etwas besser, ne? Hm. Schön. Trotzdem habe ich noch ein bisschen Fälle übrig. Ja, Hanstag in Rostock aus der letzten Folge noch. Wir wissen ja, das geringe Bußgeld gegen London wegen Honig. Lehnen wir natürlich ab. Wurde bestimmt zugestimmt. Nee, abgelehnt. Belagerung in Göteborg. Na, Gott sei Dank habe ich ja nicht außerhalb der Stadtmauern gebaut. Oh, so, Fälle. Müssen aber irgendwie die Fälle loswerden hier. Immer noch aus der letzten Folge. Hier der Überschuss, der grobe. Einfach nur raushauen. Oh, hier. Stimmt, in Riga und Rewald bin ich ja nie da. Da mangelt es halt immer an allem. Na gut, sagte er und hier gab es keinen Mangel. Dann machen wir gleich rüber. Ach, diese Gewitterwolken. Ich wollte eigentlich Fälle verkaufen und nicht noch mehr dazu kaufen, aber ist okay. Ist okay. Ja. Ich frage mich mal, wo die zuschlagen. Weil bei mir irgendwie nicht. Okay, wir setzen kurz den Fellverkaufspreis etwas runter. Kontohandel, weil wir jetzt halt mehr einkaufen. Mindestens 850, das ist vollkommen ausreichend. Ja, vollkommen ausreichend. Was haben wir da jetzt? Da können wir ja mal... Ja, ist eine gute Frage. Was können wir da mal? Der hat es hier nicht gebacken bekommen, das zu verteilen, ne? Bringen wir das Getreide lieber nach Memel. Beziehungsweise wir gucken nochmal, vielleicht gibt es ja hier schon was Neues. Immer noch Wein, gut. Gibt es vielleicht mal einen Auftrag für uns? Bier in Hamburg. Punkt. Wein 20 Fass, ja, richtig krasser Scheiß. Lohnt sich ja richtig. Wenn man nur eine Schnicke hat, dann lohnt sich das richtig. So, gucken wir, was wir noch manuell ausgleichen können. Richtfest, das ist dann wahrscheinlich eine von den Webereien, denke ich mal. Denke ich mir so. Ja, ich hole jetzt mal die Fälle jetzt hier raus. Ich glaube, der kauft ja immer noch fleißig Fälle ein, wenn er kann, ne? Na gut, gerade natürlich nicht. Aber der hat schon 80 Fälle im Lager. Upsi. Ach hier, das Hanf muss er noch mitnehmen. Boah, das könnte ich ja auch super billig kaufen, wenn ich wollte. Okay, warte. Kurz mal was nachschauen. Göteborg. Genau, da muss nämlich das Hanf aus dem Konto rausnehmen. Das reicht. Was habe ich jetzt für einen Durchschnittspreis bei dem Hanf? 448. Das ist ein guter Durchschnittspreis. Im Vergleich zu Malmö, ne? Einmal mal ein 100er mehr. Natürlich eine Katastrophe. Zumindest, wenn man es rein wirtschaftlich betrachtet. Ich lasse hier mal 20 da oder 15. Wo gehe ich denn jetzt mal hin mit den ganzen Fällen? Da, wo ich sonst hinfahre. Oslo zum Beispiel. Ja, die brauchen. Ich verkaufe es hier auch bis auf 700 runter. Es muss einfach erstmal raus. Es hat trotzdem immer noch Gewinn. Keine Reparatur, weil ich den Preis nicht zahlen konnte. Na gut. Also bei 90 scheint er zu reparieren.
Da ba da ba da ba 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 da ba da. Nicht voll. Na gut, weil ich das Getreide auch vorher weggeschleppt habe. Das Getreide verstopft mir natürlich ziemlich krass, das Ganze. Da muss ich ein Auge drauf haben. Dass ich jedenfalls nochmal Kreier baue, ist ja auch eine Möglichkeit. Wow. Guter Preis, bitteschön. Hier nicht so. In London wahrscheinlich auch nicht so. Also, sobald ich Geld habe, ist es sofort weg, weil er irgendwo Kontohandel betreibt. Yep. Wahrscheinlich hier in Göteborg wieder Felle gekauft. Ja, unter anderem. Oder hier. Ja, unter anderem. 110 Holz. Was mache ich denn mit dem ganzen Holz? Das schleppe ich wohl mal nach hier, nach Rostock. Und dann machen wir mal, sobald ich genug Geld habe, um beide Konvois zu reparieren, schicke ich mal die Eisenbahn weg, glaube ich. Ups. So, das Holz schleppt mal weg, wie gesagt. Nicht alles reicht so. Wir machen das hier einmal kurz in Rostock rein, falls es mal wieder hier der Kollege haben möchte. Oh, ich habe bestimmt gerade auch schon gut Kontokosten. Ne, es geht. 600. Das geht noch. Da lohnt es noch nicht unbedingt ein Lagerhaus zu bauen. Klar, wenn ich jetzt ein Lagerhaus bauen würde, dann würde ich halt nur 280 bezahlen, aber das ist ja nicht immer so voll hier. Gut, die drei Webereien sind jetzt also gut angelaufen. 6,4, wir produzieren 6,7, ne? Wenn es voll laufen würde. Normalerweise müsste ich zur Sicherheit nochmal eine bauen. Naja, egal. Tüdelü. 104 Getreide. In der Zeit, wo der weg war, der Handelsdingens-Konvoi, hat er 104 Getreide hergestellt. Naja, bitte was verkaufen wir einfach. Dass er nicht böse ist auf uns. Wo ist eigentlich mein ganzes Geld gerade? Warte mal. Was hat denn der gerade alles geladen? Ah, nicht wenig. 42 Felle geht so. Tuch, Wein, Wolle. Naja, oh. Ist nicht gerade das Gelbe vom Ei, was der dabei hat. Der verkauft der automatisch hier. Na gut, hier sind nochmal. Also gut, es verteilt sich halt 37 plus die 42 plus die 47 sind auch schon wieder 100 Felle. Halt nur gut verteilt. Oh, 250 Wein. Da ging vorhin jetzt das Geld hin, als einmal so 20.000 verschwunden sind. Keine Reparatur mehr wieder. 6.900. Nibor, ja. So, hat er schon wieder was nachgekauft? Nee, hat er nicht. Okay. Dann verteilen wir mal den Wein. Ja, nicht in Riga. Ist aber auch ein Auf und Ab hier beim Geld. Ich verkaufe jetzt mal wirklich hier den Wein richtig gut runter, also richtig runter. Einmal nur, damit ich ihn los bin, weil ich mache trotzdem noch 100 Gewinn hier pro Stück Wein. Also wenn ich ihn nicht unter Preis verkaufe, natürlich. Warte mal, wie sieht es denn in Malmö aus? Da lagern wir mal was ein. So. Hat schon wieder 100 Wein nachgekauft. Da geht auch die ganze Zeit mein Geld hin. Das sind ja einmal so 20.000 Goldstücke, die da hier rausballert. Für die 100 Wein. Danzig braucht Felle. Dann ist es so, als ob wir keine hätten, ne? Aber bis ich da bin, ist es eh schon wieder weg. Ah, bevor der ankommt, vielleicht die Felle loswerden? Reicht dann mein Geld? Nein? Super. Super. Jetzt aber. Jetzt repariert er halt kurz, ne? Das heißt kurz, wird wahrscheinlich ein Weilchen dauern jetzt mittlerweile.
Weil er halt von 90 an reparieren muss. Ja. 2 Wochen. Und er behält halt die Waren auf dem Schiff. Das ist ja das Nervige jetzt. Er hat jetzt hier 100 Fälle auf dem Schiff. Warum tust du sowas? Ach, Mann. Junge. Er lockt mich gerade ein bisschen damit aus, muss ich sagen. Warum sind hier 150 Bier eigentlich? Achso, Zentrallager. Ja, logisch. Warte mal, logisch? Ist das so logisch, dass das Zentrallager Bier bekommt, wenn ich es hier immer brauche? Warte mal. Rostock. Transferkonto. Malmö. Ah ja, nimmt 150 raus. Hat er welche dabei? Ja, ja. Ja, kommt hin. Gut. Dann habe ich nichts gesagt. Wir lagern da viel zu viel Tuch da oben ein. Okay, dann nehmen wir kurz ein bisschen was mit. Gehen hier mal das Tuch einsacken, dass wir zumindest etwas Geld weiterhin verdienen. Das kommt mir gerade schon wieder so vor, als verdienen wir gerade nichts. Obwohl wir tatsächlich Plus machen. Und nicht zu knapp, also hier so in 3 Monaten 60k. In 6 Monaten 100k fast. In 12 Monaten, ach du Kacke, 250k. Also wir machen wirklich durchgängig Gewinn, aber man sieht es halt gerade nicht. Allein in den letzten 6 Monaten sieht man es. Ja, wir haben einen guten Anstieg. Ich glaube, seit hier irgendwo, ne, machen wir hier Handelsroute oder seit hier irgendwo? Sieht man auch. Also die Handelsroute macht sich wirklich bezahlt, ob man es glaubt oder nicht. Auch wenn man es jetzt hier noch nicht sieht, das war das, wo wir so viel gemacht haben. Hier, wo wir wo wir Schiffe ausgebaut haben und die Handelsroute eingerichtet haben und so. Da sieht man es noch nicht. Aber jetzt merkt man es halt. Ja genau, hier haben wir angefangen mit der Handelsroute, da sieht man es. Holy moly. Wir hatten nur mein Zeug gerade nicht mehr los. Deswegen, wie gesagt, die Eisenbahn, die wir jetzt sozusagen zu viel haben, da werde ich wohl doch mal eine Expedition machen dürfen. Ich verkaufe jetzt nur so ein paar hier in der Hanse, damit ich halt, ne, damit ich noch ein bisschen Geld dann habe. Nur so ein bisschen. Krieg ich das gebacken in 2 Wochen? Wie sieht's denn aus? Ja. Mal wieder ein Hansetag. Der Ältermann geht mir auf den Sack. Malmö, Fälle ohne jeden Grund mit Ausfuhrzoll. Also ihr seht schon, das ist immer sehr willkürlich. Ich glaube, man muss nur ab und zu mal irgendjemanden anklagen, damit die Leute sehen, ah, der arbeitet ja wirklich und sitzt nicht nur faul rum auf sein Geld. Weil man halt wirklich als Ältermann gut an Geld kommt. Ah, er ist fertig. Und direkt kam kurz wieder Geld rein, weil halt in Rostock Zeug verkauft werden konnte. Huch, naja, egal. Trotzdem noch nicht genug Geld. Ja, doch, es geht. Ja, so viel dazu. Ah, Tuch. Ah, okay. Ja, Hanstag in Rostock, aber das ist, glaube ich, nicht das, was der angekündigt hatte, oder? Weil das war jetzt hier... Doch. Ist doch nur ein geringes Bußgeld, was will er denn? Und? Ja, muss Malmö halt ein Bußgeld bezahlen, ist mir egal. Geht mich eigentlich nichts an. Ich entscheide nur gerne im Sinne der Hanse. Brauchen Bier. Verkaufen es für 38. Oh Mann. Okay. Wow. Was ist mit dem Tuch los, ey? Eingebrochen in Malmö, wurden aber erwischt. Tja, so ist das. Natürlich auch direkt eine Anklage erhoben. Anzeige ist raus, ne? Selbstverständlich. Gut, da packen wir wieder was rein. Nützt ja nichts. Die
Ziegel verstopfen wir ein bisschen das Lager, das nehme ich jetzt mal raus. Was soll's. Und dann alles zurück. Ram, schratzen wir gerade, wo so ein bisschen das Geld geblieben ist. Na gut, hier zum Beispiel. Ne, so 400 Tuch. Wenn der mal was kaufen würde, ne? Der Blödvieh hier. Also wenn er mal Tuch kaufen würde, wäre ich durchaus nicht böse auf den Kollegen. Es hält sich halt die Waage, ne? Wir machen nicht wirklich Minus, nicht wirklich Plus gerade. Aber wir haben halt immer mehr Waren. Das ist halt das entscheidende Grad. Wir haben immer mehr Waren. Und mit diesen Waren haben wir halt immer mehr Unternehmenswert. 600 Eisenwaren. Tja, das Tuch. Was machen wir mit dem Tuch? Ich will mal eine Expedition machen. Das Ding ist, Tuch kann man hier kaufen, nicht Verkauf. Huch, nee, halt. Da! So. Und das reicht eigentlich schon. Geld geben wir dem keins mit. Los geht's. Ich habe jetzt zweimal reingemacht. Falls beim ersten Mal nicht alles verkauft, kann man einfach sagen, geh nochmal dahin und versuche nochmal was zu verkaufen. Jetzt ist halt nur das Problem, wir müssen jetzt warten. Wir müssen jetzt sehr lange warten. Gegebenenfalls werde ich auch ab und zu mal die Handelsroute unterbrechen müssen, um manuell gegenzuhandeln. Das werde ich jetzt auch tun. Denn... Ja, zurückbringen darf es noch. So. Denn... Ich muss gerade mal eine Tuchrunde machen. Ist einfach too much. Das Holz bringen wir mal kurz zurück. Und dann nehmen wir mal das Tuch hier raus und machen mal eine Tuchrunde. 700 Tuch, 100 Pech, ist halt auch schon bitter. In der Zwischenzeit auch schon wieder 100 Eisenbahn, die hätte ich schon mitnehmen müssen. Naja, egal. Können wir noch was verkaufen? Ja, Gott sei Dank. Zack, zack. 700 Tuch. Warum habe ich eigentlich so eine Weberei gebaut? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, weil ich dachte, ich produziere zu wenig Tuch. Wie kam ich denn da drauf? Keine Ahnung. Naja, einfach hier was einlagern. So. Dann in Memel was einlagern. Einfach den Kontohandel immer das machen lassen. Möglichst wenig selber verkaufen. Dann gucken wir hier noch vorbei in Riga. Hallo Riga. Möchtet ihr was kaufen? Wolle. Toll. Produziert Danzig Tuch? Nö, da können wir hier auch Kontohandel anmachen in der Hinsicht. Nee, ich habe noch gar keinen... Oder? Habe ich den hier angemacht oder nicht? Doch. Kaufen wir Tuch. So. Gehen wir an das mal kurz baden, weil es schon wieder lang her, fällt mir gerade auf. Eine Anklage könnte ich mir gerade nicht leisten, ehrlich gesagt. So, packen wir einfach auch kurz Tuch rein. Das ist, so verkauft man Tuch, meine Freunde. So verkauft man Tuch. Muss man gar nicht selber verkaufen. Ach, schon zurück. Wunderbar. So, und da sieht man dann sowas wie, er hat Eisenbahn zu 392, ja, das ist ziemlich heftig, veräußert. hat aber auch dementsprechend Gewürze eingekauft, allerdings zu einem unschlagbaren Preis von 294. Und dementsprechend haben wir da jetzt 90.000 sogar noch zurückbekommen, obwohl wir halt 500 Gewürze zurückgebracht haben. Aber ihr seht schon, nein, es ging sogar, ne, 494, das geht noch. Da gibt es Schlimmeres. Also irgendwann werden diese Expeditionen halt super teuer. Aber man macht damit immer noch Gewinn ohne Ende. So, der Konvoi ist wieder da, das heißt, wir aktivieren das hier wieder. Packen hier kurz alles rein. Ja, so nicht. Ich lasse hier mal einfach 50 da und den Rest bringe ich ins Zentrallager. Hallo Mobach. Das hat sich doch mal gelohnt, die Eisenbahn rauszuhauen. Das waren halt einmal, also das ist halt wie gesagt unschlagbarer Preis gewesen. 392, das schafft man in der Hanse wirklich nur zu Bestpreisen.
Vor allem auf diesem Schwierigkeitsgrad. Ach Gott. Was machst du mit dem ganzen Pech, Mensch? Warte mal. Verkauf's, warte mal, es sind bloß noch. Ich verkauf's mal, glaube ich, für 70. Vermutlich sind 85 doch mittel viel verlangt. Oder 75, na, 70, komm, was soll's. Hauptsache weg. Ab ins Zentrallager das Ganze. Und hat sogar schon was verkauft, oder? Ah ja, ich verkaufe ja was. Für mindestens 420, also maximal 100 Gewinn pro Gewürz. Es lohnt sich halt immer doppelt irgendwo hinzufahren. So, okay. Kam das Lied nicht erst? Eine Spende, ich habe selber kein Geld, tut mir leid. Das kommt halt immer öfter, umso mehr Städten wir sind, umso schlimmer wird das Ganze. Das Gebettle. Boah, wir könnten jetzt sogar Gewürze verkaufen hier, aber nur für 304. Das ist halt leider ein sehr schlechter Preis. Das ist leider ein sehr schlechter Preis. Also hätte es gesagt 400, hätte gesagt, okay, ich hole alles ein Haus raus. Das hätte sich auf jeden Fall gelohnt, aber so nicht. Okay. Dann sind wir aber schon wieder am Ende dieser Folge. Wir waren jetzt sehr erfolgreich, haben diese Expedition geschafft. Wir müssen jetzt nur mal schauen, dass wir wieder ein bisschen an Geld kommen. Damit wir hier uns reparieren gehen können. Das mit dem Tuch ist immer so ein kleines Problem. Weiß nicht. Aber das, die drei Webereien jetzt, die werden die Hanse erstmal für die nächsten paar Jahre versorgen können. Rostocker Tuch ist halt ein Qualitätsprodukt. Qualitäts, ja. Mit D. Früher hat man geschrieben, wie man möchte. Also schreibe ich Qualität auch gerne mit D. So, mal gucken, dass wir irgendwie kurz mal an Geld nochmal kommen. Achso, ich habe ja ein Danzigchen automatische. Ja. Ja, komm, hier, bitteschön. Dass ich hier mal kurz reparieren kann. Wunderbar, passt. Reparieren. Und damit. Was hat denn jetzt für ein. Wo ist ein Diabolos? Was hat denn der Kapitän jetzt? 214, nicht schlecht, aber der wird bald sterben. Schade. Naja, die Ups und Downs von Patricia 2. Gut, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, meine lieben Freunde. Macht's gut, bis dahin und tschüss.